Hey Leute, willkommen zurück zu Get Even. Wir haben im letzten Mal aus seinem eigenen Munde gehört, dass Robert Ramsey und auch der Vater von Grace Ramsey ist, die entführt wurde. Hier habe ich keine Karte. Was ist denn hier los? Okay, da geht's nicht weiter. Wo steht hier denn so teilweise neues Zeug drin? Oh, guck mal, Spielzeuge. Das sieht an so einem Ort irgendwie total unheimlich aus, oder? Was? Da war doch eben noch keine... Sag mal, spinnig? Warum ist denn jetzt hier alles anders? Zum Geier? Das war vorher nicht da. Guck mal, jetzt sind hier normale Einrichtungsgegenstände. Das war vorher nicht da, Leute. Was ist das denn? Hä? Vielleicht wieder was... WTF! Alter, ich hab mich nur rumgedreht! Sag mal, ihr wollt mich doch verarschen. Das... Okay, da habe ich angefangen, ne? Das spielt... Die Lichterkette ist auf... Sag mal! Was ist gerade hier los? Es ist alles total verrückt gerade. Ist das das Gerät oder ist das... Oder flößt uns Red gerade irgendwelche halluzinogenen Sachen ein hier? Ja, das Gas hier zum Beispiel, seht ihr? Ich werde es wohl schlecht scannen können, weil es ist nichts Optisches. Hundertprozentig. Das, jetzt macht er einen auf Scarecrow, oder wie? Na toll. Ich sag ja. Irgendwelche halluzinogenen Dinge... Okay. Ah. Hey Red. Meld dich doch mal bitte. Was haben wir denn hier? Von Robert Ramsey an Scott Hopkins. Scott, ich weiß, du bist nicht wirklich an ihr interessiert, aber ich denke, dass wir Rose Atkins einstellen sollten. Ich weiß, dass sie etwas anstrengend ist, aber sie ist hochintelligent und ihre Empfehlungsschreiben sind wirklich beeindruckend, wenn sie die nicht gefälscht hat. Wirf noch aber einen Blick auf ihren Lebenslauf für mich, okay? Ich würde sie gerne einstellen, aber nur, wenn ich dich auf meiner Seite habe. Mit besten Grüßen, Robert. Tja. Ob er da schon scharf auf sie war? Oder hat sie das veranlasst alles? Monatliche Technik-News, Ausgabe 25. FDG setzt sich an die Spitze. Nicht einmal 2 Monate ist es her, dass wir über die Pläne von Advanced Defense Strategy berichteten. Eine kreative, die Welt zum Positiven verändernde Kraft zu werden. So zumindest CEO Roger Howard. Mittlerweile hat jedoch die Future Defense Group, der Rivale von ADS, zum ersten Mal in der Geschichte einen Großteil des europäischen Waffenmarkts für sich gewinnen können. 1996 vom jüngsten Unternehmer John Latham gegründet, John Latham gegründet, begann die Future Defense Group als Entwickler, Hersteller und Vertreiber von elektrischen Waffen und Rauchgranaten. 5 Jahre später erweiterte das Unternehmen sein Portfolio um die Herstellung von Pistolen und wurde schnell zu einem der größten Rüstungsunternehmen des Landes. Ja, ja. Und wir haben dabei geholfen, oder? Wir haben dem FDG ja... Oh, nein, nein. Da will ich noch nicht hin. Wir haben dem FDG ja alles in die Hand gespielt, oder? Ja, Rose Atkins, da haben wir's. Tech Department. So, so. Joel. Hey, hast du heute Rose gesehen? Nein, wieso? Du hättest sehen sollen, was sie anhat, beziehungsweise nicht anhat. Ist sie etwa nackt? Nein, sie hat eigentlich nur ihre Bluse aufgeknöpft, aber mit dem Blick will sie garantiert jemanden ASAP vögeln. Nichts Neues. Die findet doch immer einen Weg, uns alle über den Tisch zu ziehen. Auf meiner Liste der größten Bösewichte ist sie auf Platz 2, knapp hinter Cthulhu. Was machst du eigentlich heute Abend? Mann, ich gehe in diesen neuen Club, Lacuna. Den kenne ich, der ist klasse. DJ Rekal hat da letzten Freitag aufgelegt. Kommst du also auch mit? Absolut. Oh Mann. Komische Leute. Ich mag Clubs nicht so. Ich weiß, dass du es warst. Was war ich? Ich bin im Arsch. Sogar der Chef denkt, ich bin irgendein Perverser. Erstens, ich habe nichts getan. Zweitens, jeder hier weiß, dass sie ein kleiner Perversling sind. Das ist nichts Neues. Damit kommst du nicht davon, du blöde Schlampe. Reden Sie immer noch Fräulein... Was? Für Sie immer noch Fräulein Schlampe. Wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen würden, ich habe viel zu tun. Manche von uns haben schließlich noch ihren Job. Boah, das ist echt... Rose ist echt ein Miststück, glaube ich. Richtig mies. Ich sag ja, sie ist sehr manipulativ.
Ja, Security an Rose. Willkommen an Bord. Bin froh, dass du bei uns bist, Atkins. Ich weiß, dass es keine leichte Entscheidung war. Achte einfach auf die allgemeine Stimmung und lass Jay nichts Dummes anstellen. Vergiss nicht, was ich dir über ihn erzählt habe. Und hier? Von Madeline an Scott. Ja, Hopkins, wie gewünscht sende ich Ihnen eine Kopie der Mail von Rose zu. Um es kurz zu machen, sie scheint eine Gehaltserhöhung zu verlangen. Ich bin mir nicht sicher, ob sie dermaßen unersetzbar ist, wie sie vorgibt zu sein. Aber vielleicht liegt das ja auch nur an mir. Mit besten Grüßen, Madeline. So, was haben wir denn hier? Liebe Madeline, mit diesem Schreiben bitte ich Sie, offiziell meine Stellenbezeichnung zu etwas anderem als Laborassistentin aufzuwerten. Mein Mitwirken an Dr. Ramseys Pandora-Savant waren wesentlich und er teilte mir bereits mehrmals mit, dass er nicht wisse, was er ohne mich tun würde. In den letzten Wochen habe ich bis zu 16 Stunden am Tag gearbeitet, um Dr. Ramsey bei der Bereinigung von Programmfehlern und dem allgemeinen Verständnis der Technik zu unterstützen. Um diese Zeit aufzubringen, musste ich mich in anderen Lebensbereichen erheblich einschränken. Ich würde mich niemals beschweren, denn ich liebe meine Arbeit durch und durch. Allerdings denke ich, es ist an der Zeit, dass FTG meine Bemühungen anerkennt. Falls nötig, würde ich mich darüber freuen, die Angelegenheit mit Herr Hopkins persönlich zu besprechen. Mit freundlichen Grüßen, Rose Atkins. Ja, aber da hat sie recht, oder? Also ich finde, 16 Stunden, das ist schon... Naja, ich meine, ich habe auch sowas, aber... Ich meine, ich bin ja selbstständig, sie ist ja angestellt, da hat sie schon ein gutes Recht, mehr Geld zu kriegen. April 2014 bis 31. März 2015. Neue FTG-Projekte, Statistiken, Name des Angestellten, Projekt, Arbeitsstunden am Projekt und Gesamtstunden... Aslan Craig, Keen Eye Laservisier, 1560 Stunden, oha, F10 Augmented Reality Helm System, 520 Stunden, Gesamt 2080 Arbeitsstunden in einem Jahr, boah, nicht schlecht. Zweitens, Rose Atkins, F10 Augmented Reality Helm System, 1940 Stunden, Alter, Gedankenvisualisierungsheadset, 960 Stunden, Gesamt 2900 Arbeitsstunden im Jahr, boah. Hier, Cole, Logan. Cornergun, dritte Generation, 520 Stunden, Gesamt 520 Arbeitsstunden im Jahr. Ach, dem haben wir das zu verdanken, dem lieben Logan. Die Knarre. George Foster, Keen Eye Laser Visier, 400 Stunden, Cornergun, dritte Generation, 640 Stunden, 1040 Arbeitsstunden im Jahr. Ja, dann war Rose wohl sehr, ja, sehr dedicated. Also sie hat sich sehr hier auf das Projekt eingeschossen wohl. Aber dann muss sie auch noch auftauchen, weil die Brille, die, da ist ja maßgeblich mit dran beteiligt gewesen. Von Rose an Needle in the Hay. Die Nadel im Heuhaufen. Ja. Da fällt mir ein, wir müssen Black besser im Auge behalten. Er ist der Typ Mann, vor dem man schlecht etwas geheim halten kann. Ich glaube kaum, dass er von unserem Vorhaben begeistert ist. Seien Sie vorsichtig. Und vergessen Sie nicht, ich gehe mit Ihnen ein großes Risiko ein, Jasper. Enttäuschen Sie mich nicht. Wenn alles über die Bühne geht, gebe ich die erste Runde aus. XO. Aha. Ja, was war denn mit uns? Was sind wir der... Wir sind doch bestimmt, ja, weil das war ja auch mit der Entführungstruppe, waren wir da auch mit dabei, weil C wurde ja erwähnt, es ist alles noch ein bisschen geheimnisvoll und Cole war doch für den Sicherheitsdienst zuständig. Oder er war sogar der Leiter, ich weiß gar nicht mehr. Ja, Rose Atkins, geboren am 11. Januar 1984. Adresse der Angestellten, Great Lister Street, Birmingham und so weiter. Ausbildung, Sunafield University, Master of Science an der Fakultät für Informatik, Ingenieurswesen und Umweltbebauung. Karriere beim FTG. Februar bis Oktober 2008, Praktikum in der Wissenschafts- und Technologieabteilung, November 2008 bis heute, arbeitete als Laborassistentin von Robert Ramsey an den folgenden FTG-Projekten, F10 Augmented Reality Helmsystem, Cornergun Waffensystem, Gedankenvisualisierungs-Headset, noch in der Entwicklung. Und das haben wir jetzt ja auch gerade auf. Aber warte mal, wie soll sie denn eine Doppelagentin sein, wenn sie eigentlich nur für die Firma gearbeitet hat? Oder ist das jetzt so, das ist so das Offizielle? Vielleicht hat sie ja ganz andere Sachen gemacht früher. Für wen arbeitet sie denn dann, wenn sie nur beim FTG angestellt war? Und wobei geht's hier? Was wurde gestohlen oder was wollten sie von Robert haben? Okay. What do I need to do this time? Search the memory for Rose Atkins. Find out who her employer was. Find out why she would turn on me after I gave her everything. Okay. And then we will find out your involvement, Mr. Black. We still need to know why you were there. Na gut, er hat ja seinen Penis gegeben, aber ich meine, da gehört nicht viel dazu. Er hat sich halt drauf eingelassen. Das würde ich nicht als verheirateter Mann. Das ist immer ein Fehler. Macht man nicht. Und wenn er noch sein Herz geschenkt hat, obwohl sie eigentlich nur das... Ja, obwohl sie nur was Bestimmtes wollte, ist er selber schuld.
Auch das sollte man. I appreciate how seriously you're taking our investigation, Mr. Black. Good work. Was? Ich habe da nur 45%. Habe ich nochmal die Möglichkeit, alles zu revisiten? Ich habe jetzt leider die Kommentare auch noch nicht alle gelesen. Bei den letzten Parts zumindest. Aber ich muss es noch nachholen. Ich weiß nicht, ob ihr mir schon geschrieben habt, ob diese Codes, die man hier bei 100% angezeigt bekommt, ob die irgendwas bringen. Warte mal, kann ich damit vielleicht auch eine Waffe freischalten? Aber ich habe hier keine... Ich habe hier nichts zum Eingeben. The Victim, the Kidnapping. Da steht gar nichts drauf, weil die Waffe habe ich ja schon. Robert Ramsey. The Offer. Nee, also ich kann hier auch keine Codes eingeben, wie es ausschaut. Oder warte mal. Der hat es, glaube ich, irgendwann mal gesagt. Ich habe es dann leider irgendwie verpasst. Ich habe nicht richtig hingehört. Crime Scene. The Victim. Ja. Nee, aber ich glaube, hier kann man eigentlich... Warte mal, der Offer... Oh, die Victim. Was? Jasper's Dying Minutes? Ja, hier ist das... Hier ist das Opfer. Haben wir vollständig zum Beispiel. Hoppala. Die falsche Taste drücken. Ist vielleicht scannen oder was? Keine Beweise gefunden. Ach nee, Kinder, ihr könnt es mir gerne schreiben. Also jetzt unter dem Part, weil ich werde sowieso... Ich weiß nicht, ich kann mir sowas nicht merken. Das ist für mich alles so Randinformationen, die kriegt man mal mitgeteilt, dann vergesse ich sie sofort. Also sorry, wenn, ne? wenn ich das jetzt wieder auf die Kette kriege. Ich ärgere mich ja auch manchmal darüber. Aber ja. Where is this? I don't know this place. Ah, yes. Holmwood Cemetery. I'm afraid I do. And if the Pandora has brought you here, then you do too. And how do you know this place? It's next to the company building. It allowed Rose and I to have a certain privacy. Na toll. Black, wenn Sie reden wollen... So where is she? Ja, dann treffen Sie mich auf dem Friedhof von Holmwood am Stadtrand, Rose. Was? Hört ihr das? Da liegt doch... Da liegt doch eine Tasche. Das ist Rose Tasche? Ich kann es nicht aufheben, ich kann es nur scannen, na toll. Confirmed. Rose Atkins. Yep. Black, listen. I know you're angry, but the wheels are in motion, and there's nothing either of us can do to stop them. I can't have anyone standing in my way. Especially not you. I'm starting to remember. I was looking for Grace. I think Rose had her. I was trying to stop her. I didn't want it to be this way. But you're now a liability. Security! Make it painless. Goodbye, oh. Black. I'm sorry. Sie wollte uns auslöschen lassen. Sie hat uns die Security auf den Hals gehetzt, ja? Ach, das ist Musik? Ich dachte schon, was ist das? Oh, schön. Mich schubsen sie nicht mehr herum. Es reicht jetzt. Oh nein. Hört sich nicht nett an. Okay, wie halt einfach mal ein Lied hier spielt. Ich meine, das passt auf irgendeine seltsame Art und Weise. Aber hier muss ich was verändern können, ha? Hä? Hier. Ah. Das ist eine Knarre, ha? Was kann die Besseres als die, die ich hatte? Weiß ich nicht. Ich behalte sowieso die mit dem Schalldämpfer. Das Spiel, das ist so gut, ne? Hä? Sag mal, kann ich da nicht weiter? Es ist so gut. Das ist schon. Ach du Scheiße, wie viel sind denn da?
Der ist nicht haunted. Scientific proof? I'm afraid not. Then how do you explain it when someone actually sees a ghost? I think they're mistaken. My mom saw ghost once. Then she was mistaken. Soll wissenschaftlich bewiesen sein, dass es Geister gibt? Ich glaube, du hast an einer Waffel. Kann ich nicht von hier. Boah. Soll ich es riskieren, durchzuschleichen? Wenn ihr mich seht, ist halt wieder vorbei. Überlebe ich nicht. Es ist halt so schön dunkel auch. Do you ever worry about the police crashing the party? Cops? Mate, half of them are on the boss's payroll, innit? And the other half? And the other half no better. Not better. Ja, aber die kann man eigentlich super bequem umschleichen hier. Kumpel? Bitte dreh dich weg. Sorry. Oh, du hast die ganze Zeit hergeschaut, das geht nicht. Gott, da ist wieder eine. Oh nein, jetzt läuft er hier lang, oder? Nein, nein, nein. Sorry. Oh, sie singt wieder. The Pandora has difficulty simulating unrecorded human reaction. Do not try and push this parameter. Put your gun away. Ja, ja. Hier ist es doch. Nee. Hier ist es. Ja, dass man hier keine Untertitel hat. Na, geh. Mann, jetzt steht er da vorne rum. Ich erschieße ihn nicht. Aber wir wissen ja, dass das keinen Unterschied macht, ob ich schieße oder ob ich ihn einfach kaputt prügle. Mit kaputtprügeln meine ich nicht gleich kaputtprügeln, sondern eigentlich nur K.O. hauen, aber das gibt's ja wohl nicht. Und jetzt? Aber warum bekomme ich hier so viel Feuerwaffen, wenn Red die ganze Zeit sagt, ich soll nicht schießen? Frage ich mich. Ich meine, ich bin natürlich auch mehr für die gewaltlose Variante, aber es wird ja offensichtlich nicht so sehr bestraft, wenn ich doch mal ballere, hm? Schon wieder eine Knarre, seht ihr? Brauche ich aber nicht. Gibt ja so viele Waffen. Ist halt kein Shooter, also. Muss man ganz klar sagen. Das macht keinen Sinn. Rose wouldn't have access to this many men. An anxious mind is likely to produce more troubled environments inside the Pandora. You're not worried about anything, are you, Black? Yeah. Worried about getting shot. It's not real, Mr. Black. Just perceived threat that your mind is heightening inside the Pandora. It still fucking hurts. Ja, nur weil der Geist leidet, heißt es ja nicht, dass der Körper nicht mitgeht. Ja, das ist schon in Matrix, wenn ein Geist stirbt, stirbst du auch in Wirklichkeit. Ist halt so. Voilà. Ah, das hat schon gereicht. Klar. Ups. Lohnt sich's hier nochmal? Ich gehe nochmal kurz um die Kirche rum, vielleicht ist hier noch was. Oh, guck mal, das Wasser, wie schön. Die Spiegelung an der Wand. Also ich muss sagen, es ist halt kein
super, super hübsches Spiel, aber ich finde, es kann sich durchaus sehen lassen. Das sieht alles ganz toll aus, also. Aber warum bekomme ich hier so viel Feuerwaffen, wenn Red die ganze Zeit sagt, ich soll nicht schießen? Frage ich mich. Ich meine, ich bin natürlich auch mehr für die gewaltlose Variante, aber es wird ja offensichtlich nicht so sehr bestraft, wenn ich doch mal ballere, hä? Huh? Da gibt es nämlich schon wieder eine Knarre, seht ihr? Brauche ich aber nicht. Gibt es so viele Waffen? Ist halt kein Shooter, also. Muss man ganz klar sagen. Das macht keinen Sinn. Rose wouldn't have access to this many men. An anxious mind is likely to produce more troubled environments inside the Pandora. You're not worried about anything, are you, Black? Yeah. Worried about getting shot. It's not real, Mr. Black. Just perceived threat that your mind is heightening inside the Pandora. It still fucking hurts. Ja, nur weil der Geist leidet, heißt es ja nicht, dass der Körper nicht mitgeht. Ja, das ist schon in Matrix, wenn ein Geist stirbt, stirbst du auch in Wirklichkeit. Ist halt so. Voilà. Ah, das hat schon gereicht. Klar. Ups. Lohnt sich's hier nochmal? Ich gehe nochmal kurz um die Kirche rum, vielleicht ist hier noch was. Oh, guck mal, das Wasser, wie schön. Die Spiegelung an der Wand. Aber warum bekomme ich hier so viel Feuerwaffen, wenn Red die ganze Zeit sagt, ich soll nicht schießen? Frage ich mich. Ich meine, ich bin natürlich auch mehr für die gewaltlose Variante, aber es wird ja offensichtlich nicht so sehr bestraft, wenn ich doch mal ballere, hä? Huh? Da gibt es nämlich schon wieder eine Knarre, seht ihr? Brauche ich aber nicht. Gibt es so viele Waffen? Ist halt kein Shooter, also. Muss man ganz klar sagen. Das macht keinen Sinn. Rose wouldn't have access to this many men. An anxious mind is likely to produce more troubled environments inside the Pandora. You're not worried about anything, are you, Black? Yeah. Worried about getting shot. It's not real, Mr. Black. Just perceived threat that your mind is heightening inside the Pandora. It still fucking hurts. Ja, nur weil der Geist leidet, heißt es ja nicht, dass der Körper nicht mitgeht. Ja, das ist schon in Matrix, wenn ein Geist stirbt, stirbst du auch in Wirklichkeit. Ist halt so. Voilà. Ah, das hat schon gereicht. Klar. Ups. Lohnt sich's hier nochmal? Ich gehe nochmal kurz um die Kirche rum, vielleicht ist hier noch was. Oh, guck mal, das Wasser, wie schön. Die Spiegelung an der Wand. Also ich muss sagen, es ist halt kein super, super hübsches Spiel, aber ich finde, es kann sich durchaus sehen lassen. Das sieht alles ganz toll aus, also. Nichts, wo man sagen könnte, das ist jetzt hässlich. Vor allem die Sounds, also die Soundkulisse ist so klasse gemacht. Diesen spärlich eingespielten Tönen mal, oder also die Spannung kommt super rüber, finde ich, ja. Oder auch, dass sie eben so ganz leise gesungen hat, fantastisch. Es ist so schön. Na gut, also Gebäude hat es nicht so mit dem, also das Spiel hat es nicht so mit Gebäuden. Man ist halt doch öfter draußen. In the sky. Was ist hier los? Ah ne, warte mal. Jetzt gerade dunkler? Warte, wird gerade alles ein bisschen düster? Kann das sein? Mit diesem Licht kann ich es vielleicht... Aha, sieh mal. 3, 5, 9. Ja, hallo? Nein. 5, 3, 9? 5, 9, 3. 3, 9, 5. Nein, dann ist es 9, 5, 3. Hoppala. 9, 5. 9, 5, 3 war's. Ja. Nicht die letzte Möglichkeit. Es gibt nämlich noch 9, 3, 5. Oh oh. Ich würde versuchen, sie davon abzuhalten, aber sie sind nicht vernünftig genug, um mir zuzuhören. Ist das wieder Rose?
Hey Leute, krass. Jetzt sind wir wieder hier bei FDG, glaube ich. Aber gut. Ich würde sagen, wir machen hier mal ein Päuschen. Ich danke euch wie immer sehr fürs Zusehen. Wäre schön, wenn ihr das Video bewertet und mir was schreibt. Und wieder einschaltet natürlich nächstes Mal, wenn es wieder heißt Get Even. Wir sehen uns.